Fehler, die ich in Deutsch mache, sind manchmal originell. Das erinnert mich immer über die Geschichte. Es gab hier in den 20er Jahren amerikanische Physiker, die gekommen sind nach Deutschland, um Kernphysik zu studieren. Sie hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache. Eines Tages wollte einer von denen ein Paket nach Amerika schicken und wollte es liegen. Ist er in eine Konditorei, hat dort eine junge Dame gesehen und hat sie gefragt, haben Sie eine Wiege, ich möchte etwas wagen. So sieht mein Deutsch aus. Also ich entschuldige mich, wir können hier Missverständnisse haben, ich hoffe, Sie werden nicht zu originell sein. Ich will über die Herausforderungen sprechen, dass Israel hat, nicht nur im Nahen Osten gegenüber den Arabern, sondern global, hauptsächlich im Nahen Osten, aber nicht nur im Nahen Osten. Und ich will was sehr Kurzes sagen über die Essenz von dieser Herausforderung und dann den größten Teil von widmen zu den Instrumenten. In welcher Form kämpft man gegen Israel? Ich werde bald zeigen, dass dort die Bereitschaft enorm ist. Man kämpft Israel praktisch auf jeder Ebene. Und die Herausforderung ist nicht nur auf jeder Ebene eine Antwort zu finden, sondern die Antwort zu finden, die effektiv ist für alle Ebenen, so dass nicht, wenn man beantwortet eine Bedrohung auf einer Ebene, dann zahlt man einen sehr hohen Preis auf einer anderen. Also es ist sehr kompliziert, wenn so viele Instrumente gegen Israel benutzt werden. Und ich werde das in einer Minute anfangen zu erklären. Aber erstmal zu der Essenz. Israel lebt im Nahen Osten, der strukturell unstabil und gewalttätig ist. Wenn man sich ansieht, wie Araber sich untereinander benehmen, was sie untereinander sich antun, kann man in dieser Region nicht erwarten, dass die Araber vis-à-vis den Juden sich besser benehmen als unter sich selbst. Und wenn man weiß, dass vor 100 Jahren und länger im Nahen Osten gibt es Kriege und Konflikte und eine sehr hohe Ebene von Gewalttätigkeit unter den Arabern selbst. Und ein großer Teil der Araber kann dort überhaupt nicht leben, zum Beispiel arabische Christen. Wir haben den Nahen Osten verlassen in ihrer Million. Ich glaube, es gibt heute mehr christliche Araber in Südamerika als im Nahen Osten. Wenn wir haben eine Gesellschaft, die nicht versteht, was Pluralismus ist, und ich möchte betonen, individuelle Araber können die wunderbarsten Werte haben und können tolerant sein, aber wenn es zu der Gesellschaft kommt, als ein Kollektiv, wenn es dazu kommt, dass man beurteilen muss, was der Hauptstrom in dieser Gesellschaft tut, wie er sich benimmt, ist diese Region sehr, sehr schwer, auch für Araber. Also zu erwarten, dass man dort akzeptiert etwas, das so verschieden ist wie die arabische Gesellschaft in dieser Region, ist ein bisschen schwer. Natürlich, Israelis haben Hoffnung wegen Frieden. Natürlich, die Europäer haben Hoffnungen über alles, weil man kann hier sitzen und Hoffnungen haben, es kostet gar nichts und es klingt gut. Aber wenn man sich ansieht, die Region, da sieht man, dass es sehr schwer ist zu leben, auch für Araber. Sehr gefährlich, auch für Araber. Und natürlich viel gefährlicher und viel schwerer. Wenn ein demokratischer Staat, eine offene Gesellschaft dort existieren will, das ist etwas, das wir schon 120 Jahre eine Schwierigkeit haben, noch vor der Existenz von Israel, die Juden noch keinen Staat hatten vor 1948, aber 120 Jahre bis heute, und ich stelle mir vor, auch in den nächsten 120 Jahren ist es sehr schwierig. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, in der ganzen arabischen Welt, von den radikalsten Terroristen bis zu den Mitgliedern von israelischen Parlament, die Araber sind, praktisch alle
Araber, wenn man über ein Kollektiv spricht. Wieder, es kann einen individuellen Araber geben, der anders denkt, aber der Hauptstrom, die Gesellschaft, sagt ganz klar das Folgende: Die Juden sind kein Volk, den Juden gebührt kein Selbstbestimmungsrecht, ein jüdischer Staat soll nicht existieren. Das sagen auch die Unterstützer von Al-Qaida und auch die Eliten in Ägypten, die mit Israel ein Friedensabkommen haben. Das sagen auch die Extremisten und auch diese, die man nennt, gemäßigt. Das sagen praktisch alle. Und wenn heute Israel existiert, ist es exklusiv nur, weil es stark ist. Nur, weil die Araber, die radikalen Araber, die sich überlegen, ob man Israel vernichten kann, wissen, dass Israel sehr stark ist und ist bereit, sich zu verteidigen. Und hauptsächlich, weil sie wissen, dass Israel Europa nicht ernst nimmt. Weil wenn Israel Europa ernst genommen hätte, hätte Israel sich selbst nicht verteidigt, sondern Israel würde kommen zu Terroristen und die werden denen sagen, haben wir einen Dialog, vielleicht sprechen wir darüber. Das wird sehr nett sein. Weil im Moment spricht man schon nicht mehr über Appeasement, wie sagt man das auf Deutsch, Befriedigung? Beschwichtigung. Heute nennt man dasselbe Dialog. Also es gibt einen neuen Begriff. Im Nahen Osten, wenn man spricht über einen Dialog, erinnert mich das immer über den Unterschied zwischen Monolog und Dialog im Nahen Osten. Ein Monolog ist, wenn eine Person zu sich selbst spricht, und im Nahen Osten ein Dialog ist, wenn zwei Personen zu sich selbst sprechen. Ja, dann kann man haben einen Dialog. Aber wenn man sich das aus Berlin oder aus Paris ansieht, sagt man, warum spricht man nicht? Warum spricht man nicht? Man geht zum Ahmadinejad und man sagt ihm, schauen Sie, Sie wollen eine Atombombe, das ist nicht nett. So benimmt man sich nicht, es gehört sich nicht. Hab keine Atombombe. Und dann wird der Ahmadinejad sagen, ah, darüber habe ich nicht gedacht. Ich brauche eigentlich keine Atomwaffen. Also jetzt können wir Frieden machen und alle werden glücklich sein. Friede, Freude, Eierkuchen. Alle werden glücklich sein. Das funktioniert im Nahen Osten nicht. Israel existiert nur, weil es stark ist, nicht nur stark militärisch, sondern auch eine sehr starke Gesellschaft hat. Israel existiert nur, weil die Araber verstehen, auch die Radikalen und auch die anderen, die nicht möchten, dass die Radikalen sie in der falschen Richtung ziehen, alle verstehen, dass Israel mit sich verteidigen und wird die Europäer nicht ernst nehmen. Und dann kann Israel existieren und dann kann man sprechen über Abkommen und über Frieden und über Konzessionen, über was man will und man soll. Wir haben Abkommen mit Ägypten und mit Jordanien. Das Abkommen mit Ägypten funktioniert wunderbar. Man hasst uns mehr, aber man lasst uns in Ruhe. Von unserer Seite gesehen, von der israelischen Seite gesehen, wäre es sehr nett, wenn die Araber uns auch lieb haben. Man soll sie nicht bestrafen für einen schlechten Geschmack. Aber was wir wirklich von den Arabern wollen, ist, dass man uns in Ruhe lässt. Nicht, dass man uns liebt, nicht, dass man mit uns kooperiert. Wir können ohne dem, wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur eine Sache. Lasst uns in Ruhe. Jetzt. Können wir solche Abkommen erreichen? Haben wir das erreicht in der Vergangenheit? Ja. Kann man das in der Gegenwart erreichen? Ja. Kann man erwarten in der Zukunft, dass mehr solche Abkommen erreichen werden? Ja. Aber auch wenn man so ein Abkommen erreicht, sagen sich die Araber, im Moment sind die Israelis zu stark, also können wir Israel nicht vernichten. Wenn es schwächer ist, dann werden wir uns das wieder überlegen. Also die Stärke von Israel ist immer das Wichtigste hier und nichts anderes kann man diskutieren, wenn Israel nicht stark ist. Also das ist so auf der prinzipiellen Ebene, damit ich die große Zusammenhänge
erkläre. Und jetzt möchte ich über die Instrumente sprechen. Was für Instrumente benutzt man heute gegen Israel? Und warum ist das so schwierig, einen Palast, etwas zu finden, ein Konzept, das gegen alle diese Bedrohungen funktionell ist? Am Anfang, nach der Erzeugung von Israel 1948, haben die Araber geglaubt, was man tun kann gegen die Juden, ist ein großes Militär zu bauen mit modernen Waffen und dann Krieg gegen Israel treiben. Das haben sie versucht 1948, 1956, 1967, dann 1969, 70 im Ermüdungskrieg, dann im Yom Kippur-Krieg 1973. Und heute versteht die ganze arabische Welt, ich glaube, hier gibt es keine Schwierigkeit von der israelischen Seite, das zu erklären, dass da die israelische Gesellschaft modern ist und die arabische Gesellschaft nicht modern sind, die Araber sind nicht fähig, einen modernen Krieg gegen Israel zu gewinnen. Also haben die Araber noch große Militärkräfte mit Tanken und mit Flugzeugen und so? Ja, das benutzt man hauptsächlich in Syrien gegen die eigene Bevölkerung. Aber wenn es zum Krieg gegen Israel kommt, verstehen schon praktisch alle Araber, dass es unmöglich ist. Israel ist zu stark und die Araber sind zu schwach und im Moment können sie das nicht erreichen. Und das hat die Radikalen in der arabischen Welt und auch die Radikalen im Nahen Osten, die keine Araber sind, und ich spreche hauptsächlich über die Iraner, gebracht zu einer neuen Form von Krieg. Und ich glaube, es ist interessant, wenn man in einer anderen demokratischen Gesellschaft sitzt, hier in Europa oder in Amerika, diesen Krieg zu verstehen, weil dieser Krieg kommt auch her. Und das ist etwas, das ist sehr schwer beizubringen in Europa. Ich möchte ein Beispiel geben. In den 60er Jahren haben die Araber angefangen, hauptsächlich die Palästinenser, haben die Araber angefangen, gegen Israel Terrorismus auszuüben. Und in der Zeit sind Israelis gekommen nach Europa oder nach Amerika und haben gesagt, hört mal zu, hier ist eine neue Waffe, die sehr gefährlich ist. Heute sind wir die Opfer, morgen kommt es auch nach Europa und nach Amerika. Und praktisch alle haben uns gesagt, damals, Amerikaner, Europäer haben uns damals gesagt, ach, das ist nur etwas, dass die Juden ein Problem damit haben. Die Palästinenser wollen ihre Freiheit, dadurch kommt Terrorismus, Terrorismus kann nur gegen Juden sein, das ist für uns keine ernste Frage. Zum Beispiel, wie die Israelis gesagt haben, wir werden unsere Flugzeuge verteidigen und auf dem Flugzeug wird eine Mannschaft sein von Sicherheit und die sind bewaffnet und sie können schießen, wenn jemand im Flugzeug versucht, das Flugzeug zu sprengen. Oder etwas hat man uns erklärt, dass wir sind Cowboys und dass sowas darf man überhaupt nicht machen. Und wenn man sowas macht, dann werden die Araber beleidigt sein, weil man soll ihnen doch das Recht geben, das Flugzeug zu sprengen. Das ist eine Expression von ihrer Kultur. Und man darf sowas nicht haben. Das ist aggressiv. Und dann, natürlich, ist es auch gekommen nach Europa und nach Amerika. Weil wenn sowas einmal gelingt, geht es weiter. Und das ist ein Instrument, den man gegen Demokratien benutzt. Hauptsächlich, manchmal oder sogar exklusiv gegen Demokratien. Weil wenn jemand ein arabisches Flugzeug in der Luft sprengt, das stört niemand. Weil was sind dort ums Leben gekommen? Zivilisten. Das interessiert die Radikalen in der arabischen Welt nicht. Aber sie sagen sich, in einem demokratischen Staat ist das Wichtigste das Leben von den Zivilisten. Und da sind sie empfindlich. Dort können wir sie angreifen. Und das ist effektiv gegen eine Demokratie. Und nicht nur mit Flugzeugen, sondern überhaupt
Terrorismus. Vielleicht zitiere ich etwas, das wir heute sehr oft hören, hauptsächlich vom Gazastreifen, aber auch in anderen Plätzen in den radikalischen Zirkeln in der arabischen Welt. Man sagt, ihr Juden wird verlieren, weil ihr Leben liebt, und wir werden gewinnen, weil wir das Tod lieben. Also wir sind die Helden, wir haben nicht Angst vor Tod, und ihr seid weich, ihr seid schwach, weil ihr das Leben liebt. Also was gegen Israel funktioniert, wird man da benutzen, auch gegen andere offene Gesellschaften und Demokratie. Und alles, was man bis jetzt gegen Israel benutzt hat, und es hat funktioniert, weil es den Israelis schmerzt, weil es den Juden in Israel schmerzt, das hat man auch versucht zu benutzen gegen andere offene Gesellschaften und andere Demokratien. Wenn wir sprechen über 9/11 in New York, in Washington, die Idee ist genau dasselbe. Ihr seid schwach, weil wir demokratisch sind, ihr seid schwach, weil ihr pluralistisch sind, wir sind stark, bei uns sind alle vereinigt, wir sind stark, wir haben nicht Angst vor Tod und wir wissen, wie das zu tun ist. Also muss man lernen von Erfahrungen von Israel und wissen, dass wenn man nicht etwas tut gegen diese Strategie, kommt das auch nach Hause, nach Europa oder nach Amerika. Und dafür muss man nicht andere Länder erobern und man muss nichts tun. Man muss nur den Radikalen nicht geben, was sie wollen, wenn sie das wollen. Und dann kriegt man schon diese Behandlung. Wenn die Radikalen in der arabischen Welt gelernt haben, dass im konventionellen Krieg werden sie immer verlieren, haben sie Wege gesucht und gefunden. Über der konventionellen Ebene und unter der konventionellen Ebene. Über der konventionellen Ebene mit Atom, unter der konventionellen Ebene mit Terrorismus und letztens auch mit Terrorismus von Raketen. Die Radikalen in der arabischen Welt haben schon lange versucht, Kernwaffen zu kriegen. In Irak hat Saddam Hussein das versucht. Und wenn wir den Reaktor nicht ruiniert hätten, 1981, hätte Saddam Hussein eine Kernwaffe. Ich möchte alle erinnern, dass Europa war sehr gegen, was Israel getan hat. Auch wie Israel das getan hat. Ohne irgendwelche zivilistische Opfer, auch wie das erfolgreich war, auch wenn es niemand etwas gekostet war, war ganz Europa dagegen. Sogar, man hat sich überlegt, Sanktionen gegen Israel, weil wie kann man denn Saddam Hussein die Kernwaffe wegnehmen? Das ist nicht anständig. Er glaubt, es ist wichtig für ihn. Und eigentlich will er das überhaupt nicht, um zu benutzen. Er will sich nur besser fühlen. Und wie kann man ihm das vermeiden, dass er sich besser fühlt? Ganz Europa war dagegen. Danke Gott hat Israel Europa nicht ernst genommen. Wenn wir Gott behüte Europa ernst genommen hätten, hätte der Saddam Hussein eine Kernwaffe. In Syrien 2008 sagen Quellen außerhalb Israel, dass wir auch den Reaktor von den Syrien vernichtet hatten. Sonst hätte Assad heute Kernwaffen. Aber ich stelle mir vor, das sind nicht die Israelis, die haben es nie zugegeben. Das sind scheinbar Norwegen oder Eskimos, die sind dort gekommen. Ja? Israel hat nie zugegeben, dass die Israelis das getan haben. Aber ich stelle mir vor, dass wenn Israel nicht moralisch das unterstützt hat, diese Aktion, hätte Assad heute Kernwaffen. Und wieder, wer hat dagegen gesprochen? Die Europäer.
Jetzt hat Iran ein Programm, das sehr nah ist, nicht zu bauen eine Bombe, sondern ein Arsenal vorzubereiten. Was tut der Westen dagegen? Gar nichts. Europa versteht die Gefahr. Ich will ganz klar sagen, in Frankreich, in Deutschland, in England versteht man sehr gut die Gefahr. Was ist man bereit zu tun? Zu sagen, dass das eine große Gefahr ist. Ja? Was ist man praktisch bereit zu tun, auch wenn Sanktionen da sind, auch in Deutschland? Sehr wenig. Sogar mit Sanktionen. Weil man fragt sich noch, vielleicht baut er überhaupt keine Kernwaffe, vielleicht sind das nur Würstchen, die irren uns. Wir können doch nicht sicher sein. Und wenn wir schon sicher sind, wenn wir etwas tun, da gibt es einen Krieg, und Krieg ist schlecht, und Frieden ist gut, bis die Atomwaffe kommt. Und vielleicht, wenn die Ölpreise steigen, und das ist nicht gut, aber wenn Saddam Hussein die Kernwaffe hat, dann werden die Preise 10-mal so steigen, weil er mit der Oma nicht nur das Öl von Iran, sondern auch das Öl von Irak und von Saudi-Arabien. Und dann wieder diktieren der ganzen Welt. Aber hier muss man noch etwas tun. Hier kann man doch nicht impotent sein. Das ist schwierig, selig, nicht impotent zu sein. Und dafür muss man sein gegen eine militärische Aktion. Und hier gibt es etwas noch Interessanteres. Nicht nur gibt es Europäer in Europa, es gibt auch einen europäischen Präsidenten in Amerika. Und er glaubt auch an Dialog. Und wir werden erklären und wir werden Menschen überzeugen, dass was der Ahmadinejad tut, ist nicht nett. Aber eine Militäraktion ist etwas, das wir nicht wollen. Das kann doch Krieg werden. Die Bedrohung von der Kernwaffe ist nicht nur gegenüber Israel. Wenn Iran die Kernwaffe kriegt, wird sich die Welt ändern. Weil, wenn Iran das hat, wird die Türkei und Ägypten und Saudien das gleich versuchen zu kriegen und andere ein bisschen später. Und in einer kurzen Zeit haben wir 7, 8 Kernmächte im Nahen Osten, also im gefährlichsten Teil der Welt, kann man sich damit spielen. Wenn es im Nahen Osten 7, 8 solche Kernkräfte gibt, das nächste ist die Verbreiterung in der ganzen Welt, dann werden sich das die Brasilien, die Argentinien holen. Im Moment, wo die Welt sich so ändert und Amerika kann nicht mehr einen Schirm geben, kann nicht mehr verteidigen, andere Nationen, werden mehr europäische Nationen Kernwaffen bauen. Die Schweden, die unabhängig sein wollen, die Japaner, die von Nordkorea Angst haben, und können sich nicht mehr über Amerika zu verlassen, weil Amerika einen europäischen Präsident hat. Und wir kommen zu einer Realität, wo die Welt sich ändert. Aber man sagt sich, das sind doch nur die Israelis. Warum sollen wir etwas tun? Warum sollen wir etwas, das gefährlich ist, tun? Also damit fängt es an, mit der Kernwaffe, das ist ein Instrument. Unter der konventionellen Ebene gibt es erst einmal Terrorismus. Und das Terrorismus in der arabischen Welt ist gefährlich. Nicht, weil jeder Araber ein Terrorist ist, das ist natürlich nicht richtig. Die große Mehrheit der Araber sind keine Terroristen. Aber die arabische Gesellschaft unterstützt Terrorismus. Auch die, die man nennt gemäßigt. Wir haben jetzt Terroristen aus israelischen Gefängnissen raus,
genommen, um einen israelischen Soldat zurückzubringen. Diese Terroristen werden als Helden beurteilt in der arabischen Welt, auch bei den gemäßigten Palästinensern. Abu Mazen, Abbas, Salam Fayyad habe ich noch nicht gehört, aber Abbas habe ich schon ja gehört. Das palästinensische Fernsehen, die palästinensische Öffentlichkeit. Hier sind unsere großen Helden. Ein Held, die eine Bombe gebracht hat in einer israelischen Pizzeria. 15 Zivilisten sind tot, unter denen 7 Kinder. Und das ist die Heldin von den Palästinensern. Natürlich im Gazastreifen, aber auch in der Westluft und in der arabischen Welt. Das Problem ist, dass Terrorismus ist legitim in der arabischen Welt und man erklärt uns, das ist überhaupt kein Terrorismus, das ist ein Befreiungskrieg. Wenn man Terrorismus gegen Israelis, gegen Engländer, gegen Spanier, gegen Amerikaner, gegen jemand in der Welt macht, das ist ein Befreiungskrieg. Das ist nicht Terror. Also Terrorismus haben wir schon gesehen, was es den Gesellschaften getan hat in den letzten 40 Jahren. Aber jetzt gibt es einen neuen Terrorismus, was die Araber jetzt bauen, die Radikalen in der arabischen Welt, aber mit der Legitimation von der ganzen arabischen Welt. Sie bauen Raketen, um den Krieg wegzubringen von der Schlacht, also nicht zwischen zwei militärischen Organisationen, sondern gegen, exklusiv nur gegen israelische Zivilisten, also nur gegen die Bevölkerung, und es wird geschossen mit Absicht von innerhalb der arabischen Bevölkerung. Weil die Idee ist die folgende: Wenn wir von einer arabischen Stadt schießen eine Rakete in eine israelische Stadt, haben wir zweimal gewonnen. Das erste Mal, wir haben Juden umgebracht. Und das zweite Mal ist, die israelische Luftwaffe, die versuchen wir zu vernichten, die Raketen, wird müssen arabische Zivilisten umbringen. Und dann haben wir wieder gewonnen. Weil im Moment, wo sowas passiert, wird man in der ganzen Welt sagen, die Juden schlachten Zivilisten. Und in Europa wird man sagen, nur Juden schlachten Zivilisten, weil so sieht die Öffentlichkeit in Europa aus. Mit wenigen Ausnahmen, so sieht es aus. Also das ist ein anderes Instrument, womit man die Existenz von Israel untergraben will, weil die Idee ist, wenn man tausende von Raketen in israelische Städte schickt, werden die Israelis nicht mehr wollen in Israel leben und sie werden verlassen. Also ich muss erzählen von meinen eigenen Erfahrnissen. Es ist nicht sympathisch, wenn man Raketen kriegt neben sein Haus. Ich habe 1991, im ersten Golfkrieg, habe ich eine große Rakete, eine Riesenrakete gekriegt, 600 Meter von meinem Haus. Erst einmal hat mich das beleidigt, in diesem Teil von Tel Aviv ist so schwer, einen Parkplatz zu finden, und hier kommt etwas aus Irak und vielleicht kriegt ein Parkplatz im Moment, wo es reicht. Das ist beleidigend. Aber das ist auch ein bisschen unsympathisch. Und wenn es passiert mit 40 Raketen, so wie wir es hatten in 91, ist eine Sache, und wenn es passiert mit 4000, wie wir es hatten im Norden von Israel 2006, ist die zweite Sache. Und wenn wir jetzt kriegen werden, zehntausende Raketen im nächsten Krieg, den man uns vorbereitet, und wieder exklusiv gegen Zivilisten, das ist ein Krieg gegen die jüdische Bevölkerung. Das ist dann das neue Instrument. Jetzt, wenn wir hätten nur diese Instrumente, wäre es schwierig, aber nicht zu schwierig. Ich werde später erklären, warum man sich auch damit irgendwie weiterkommen kann.
Aber es gibt auch ein anderes Instrument. Und dazu brauchen die Araber und haben hauptsächlich in Europa die nützliche Idioten. Das heißt, die sie sich sagen, wenn wir wollen, Menschenrechte zu verteidigen, da werden wir helfen, den Arafat, der Hamas, den Erdogan, den Ahmadinejad. Weil das ist Menschenrecht. Und wenn man heute in Europa Israel delegitimiert, und wenn man delegitimiert Israel als noch ein Instrument, um den Judenstaat zu untergraben, ist das wieder ein Teil von diesem großen Bild. Es gibt militärische Mittel und es gibt politische Mittel. Und diese politischen Mittel benutzt man in zwei Plätzen. Erst einmal, heute ist praktisch jede internationale Organisation total prostituiert. Weil dort sitzen die Barbaren, das heißt die aus Sudan und die Stellvertreter von Gaddafi und von Assad, und so weiter, diese großen Unterstützer von Menschenrechten, und sie bestimmen in der UNO, und die UNO ist prostituiert, bis zu den Wurzeln. Sie bestimmen dort, was Menschenrechte sind, was Demokratie ist, was eine offene Gesellschaft ist, und dann nennt man das die internationale Gesellschaft. Wenn man sich das ansieht aus Israel, kann man oder lachen oder weinen. Normalerweise lachen. Wenn man sich das von Europa ansieht und man sagt, was für einen Einfluss das hat innerhalb Europa, zum Beispiel eine Umfrage von der Universität Bielefeld hat gefragt über Israel und unter anderem haben eine sehr große Zahl, nicht eine Mehrheit, aber eine sehr große Zahl, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss es wieder prüfen, aber wenn ich mich richtig erinnere, nahe nach 40% sagen Deutsche, dass Israel gegen den Palästinenser Politik hat, so wie die Nazis gegenüber den Juden. Und Israel hat eine Vernichtungspolitik vis-à-vis den Palästinensern. Und das unterstützt ein großes Teil vom deutschen Volk. Wenn man sich anhört, europäische Medien, fragt man sich manchmal, auf welchem Universum leben die Journalisten? Die verzerren praktisch alles im Nahen Osten so viel, dass ich die Sache überhaupt nicht anerkannt hätte. Wenn ich mir das ansehe und ich kenne die Tatsachen von der Region, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wo sie ihre Fantasie holen. Jetzt, was sie tun, ist sehr sophistikiert. Sie bringen Tatsachen, die sehr pünktlich sind, nur komplett falsch. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, Israel hat heute 5 Zivilisten getötet und dann gibt es die ganze Geschichte mit den Bildern, wie es aussieht unter den Zivilisten und am Ende sagt man, und das ist passiert nach die Hamas in die israelische Dörfer und Städten geschickt haben Raketen. Das gibt es auch. So der letzte Satz sagt es auch so, wenn man sich das ansieht, technisch gibt es auch einen Kern von Wahrheit in darin. Aber das Bild ist immer total verzerrt. Bis jetzt habe ich erzählt die schlechte Nachricht. Und jetzt will ich erzählen die nicht so schlechte Nachricht. Also im Nahen Osten vom israelischen Punkt gesehen, gibt es nicht schlechte und gute. Es gibt schlechte und nicht so schlechte. Ich kann leider nicht das tun, was
Einmal erzählt man über Russland unter Brezhnev, dass jemand kommt zum Komsomol und sagt, Kameraden, ich habe schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Erst einmal die schlechte Nachrichten, die Chinesen sind auf dem Mond gelandet, jetzt die gute Nachrichten, alle Chinesen. Ich habe nicht etwas, das so ist, das Bild ändert radikal. Aber was ich ja sagen kann, ist, die schlechte Nachrichten sind, dass die Bedrohungen gegenüber Israel schlimmer und schlimmer werden. Und ich habe noch nie gesehen einen Frühling, der so frierend ist wie der arabische Frühling. Man wollte glauben, dass dort die Demokratie kommt. Da hat man sich irgendwie etwas vorgestellt, das mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Und die schlechten Nachrichten sind nicht nur, die Lage ist schlecht und gefährlich, sie wird langsam schlechter und gefährlicher. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, dass Israel auch damit leben kann und gut leben kann. Das Leben in Israel ist sehr gut. Es ist ein bisschen unbequem, wenn man einen Krieg hat jede paar Jahre. Aber wenn die Amerikaner haben Erdbeben und Tornados, haben wir arabische Radikale. Das ist so eine Naturkraft. Und von Zeit zu Zeit gibt es Opfer. Es ist zu erwarten, wenn man die arabische Welt kennt, wenn man weiß, was für ein großer Misserfolg in der arabischen Welt ist, und die Araber kennen das selbst, diese Drücke in der arabischen Welt produzieren Eruptionen. Man kann nicht genau sagen, ob näher oder mehr entfernt, heute oder morgen, hier oder dort, früher oder später, aber die Eruptionen kommen. Das ist ein unsympathisches Teil vom Leben. Das Wichtige von der israelischen Seite gesehen, ist nicht, wie viele Kriege und wie viele Verzerrungen vom Image von Israel in der Welt existieren, sondern können wir eine gute und offene Gesellschaft bauen und halten und ein gutes Leben haben. Und wir haben ein sehr gutes Leben, auf alle Ebenen. In Israel in den 50er, 60er Jahren gab es nicht genug zu essen. Heute spendiert Israel auf Diät mehr wie ganz Afrika auf Essen. Wir sind ein reiches Land und wir haben das alles allein produziert. Die Amerikaner helfen uns mit einem Teil von unseren Ausgaben auf Verteidigung. Aber die israelische Wirtschaft hat nur von sich selbst alles gebaut, und von einer sehr schlechten Lage sind wir heute in einer besseren Lage wie Deutschland, wie Europa, wie Amerika. Wir haben weniger Arbeitslosigkeit in Israel als in Europa und in Amerika. Wir wachsen schneller wie Europa und Amerika. Wir haben Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten sind sehr moderat, nichts wirklich gefährlich oder schwer. Wenn wir uns ansehen, die israelische Kultur, ich glaube, es gibt weniges, die so pluralistisch ist wie die israelische Kultur. Wenn man sich ansieht, die israelische Demokratie, die funktioniert wunderbar auf der Grenze von Anarchie. Und so haben wir das Israelis gern. Wir glauben nicht an Disziplin. Jeder glaubt, dass alle anderen Idioten sind. Und das ist wunderbar. Ich kann nur in Israel leben, muss ich sagen. Sehr, sehr bequem, sehr bequemer Platz zu lernen. Wir sind optimistisch. Wenn man Umfragen in Israel sich ansieht und Israelis, werden jeden Tag neue schlechte Sachen über sich selbst sagen. Aber wenn man endlich den Israeli fragt, bist du zufrieden mit deinem Leben, sagt eine große Mehrheit ja,
und das ist ein größerer Prozentsatz wie in jeder anderen demokratischen Gesellschaft. Und es gibt auch einen sehr guten Maßstab, meiner Meinung nach, für Optimismus. Und das ist die Nummer von Kindern, die Familien haben. Und ich meine jetzt nicht Araber oder Ultraorthodoxe, sondern die israelischen, die Hauptstrom israelischen. Bei uns ist der Durchmaß ungefähr 3 Kinder per Familie sehr hoch. Ich möchte im Moment niemand hier beleidigen, Deutschland, wenn ich versuche zu zitieren, was hier passiert mit Kindern, das ist schon eine andere Frage. Aber wenn man sich heute Israel ansieht, es ist sehr optimistisch auf dieser Ebene. Wenn es zur Forschung kommt, wir haben letztens 10 Nobelpreise gekriegt, nicht schlecht für einen winzigen Staat. Wir haben mehr Start-up wie jeder andere Staat der Welt, nicht nur per capita, wir sind auch Nummer 2 in absoluten Nummern, nur Amerika ist über Israel. Also das Leben in Israel ist gut. Das Problem ist, dass es sehr schwer ist zu beurteilen, wenn man sitzt in Europa und versucht zu verstehen, was in Israel passiert, weil man nicht das alltägliche Leben kennt. Und auch wenn man versucht, Israel zu studieren, was tut man? Man liest israelische Zeitungen. Jetzt, in Israel gibt es etwas sehr Komisches. Israelis und auch Juden generell fühlen sich gut, nur wenn sie sich schlecht fühlen. Also haben wir die Zeitungen, die jeden Tag uns erzählen, wie schrecklich das Leben in Israel ist. Ja? Niemand glaubt denen. Aber wir amüsieren uns, das zu lesen frühmorgens. Und was diese Zeitungen sagen, wenn wir fragen in meinem Institut, in der Haifa Universität, fragen wir Israelis schon viele Jahre und eine sehr große Umfrage: Wem hast du, traust du zu? Was für eine Institution in Israel traust du zu? Und was wir immer hören, ist das Folgende. Die höchste Sinn ist das Militär, dann kommt das Mossad, dann kommt der Hochsgericht, dann kommen die Politiker. Für die Journalisten muss ich in die untere Etage gehen. Ja? Jeder traut nie einen Journalisten. Aber die Journalisten schreiben und die Israelis lesen das und trauen das nicht zu. Und die Europäer lesen das und sagen, Israel zerfällt und die israelische Gesellschaft zerfällt und die israelische Demokratie ist in Gefahr. Und wunderbar, wenn jemand sich das bilden will, stört mich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe ein Problem hier, und das habe ich vor ein paar Jahren einem Außenminister von einer der europäischen Staaten hier gesagt. Ich bin gekommen, mich mit ihm zu treffen, und der wollte höflich sein, fragte er mich so, wie lange sind Sie schon hier und wie war Ihr Flug und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, ich bin vor 3 Tagen gekommen, um mich vorzubereiten für den Termin mit Ihnen. Sagt er, wie haben Sie sich vorbereitet? Ich habe gesagt, ich bin gegangen nach Eurodisney, weil wenn ich nicht nach Disneyland gehe, kann ich europäische Außenpolitik nicht verstehen. Weil man lebt in so einer Realität von Dialog und Eierkuchen. Wunderbar, alle sind glücklich. Hat mit Realität gar nichts zu tun, aber jeder hat Märchen gern. Ja? Also wenn es hier noch gibt Menschen, die nicht verheiratet sind, will ich denen auch ein Märchen erzählen. Und dann haben sie geheiratet, haben ewig glücklich gelebt. Das hat ein Junggeselle geschrieben. Man muss versuchen, die Realität von Israel zu studieren. Und die Realität von Israel kann man nicht studieren, wenn man europäische Medien sich anhört oder liest. Oder sogar, wenn man israelische Medien sich anhört oder liest. Man muss sich fragen, wenn in Israel das Leben so schön ist,
schrecklich schwer ist und hoffnungslos, warum verlassen die Israelis nicht Israel? Also die Journalisten werden auch lügen und sagen, dass alle Israelis Israel verlassen. Ja, aber sie verlassen nicht. Warum haben die Israelis so viele Kinder? Wenn sie wissen, dass der nächste Krieg kommen wird, früher oder später, warum haben sie die Kinder? Was sind die, eine mobilisierte Gesellschaft? Natürlich nicht. Die israelische Gesellschaft ist nicht mobilisiert. Sie war in den 40er Jahren, aber seit den 80er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren ist sie schon nicht mehr. Und man muss auch anerkennen, wie schwer die Herausforderungen sind und auch wissen, wie stark die Gesellschaft ist, die mit diesen Herausforderungen fertig werden kann. Und ich möchte enden, das habe ich immer gern zu tun, den Vortrag mit einem Witz enden. Nicht einen sehr guten Witz, aber den Vortrag wird man sowieso vergessen. An den Witz kann man sich noch erinnern. Eines Tages ist der liebe Gott mies geworden von der Menschlichkeit und hat sich entschlossen, er bringt eine andere, noch eine Überschwemmung. Aber dieses Mal eine richtige, also komme ich vor, so wie es sich gehört. Nicht Noach und nicht Ark und gar nicht, sondern die ganze Welt zu überschwemmen. Und er ruft zu sich die Führung von allen drei monotheistischen Glauben und er sagt ihnen, geht zu eure Menschen und sagt ihnen, dass die Welt wird vorbei sein in zwei Wochen. Kommt der Christ zu seinen Menschen und sagt, hört man zu, wir haben gesündigt und die Welt kommt zum Ende und jetzt müssen wir beten und gute Taten tun für zwei Wochen und dann vielleicht können wir in die nächste Welt. Kommt der Muslim und sagt, wir sind so perfekt, wir haben immer das Richtige gemacht, tun wir das Richtige noch zwei Wochen, alles mit seinen Augen. Kommt der Israeli oder kommt der Jude zu seinen Menschen und sagt, hört mal zu, wir haben jetzt zwei Wochen, um zu lernen, wie zu leben unter Wasser. Das hat eine ganz andere Frage. Die veränderte Situation im Nahen Osten, sondern auch Einsichten aus der Binnensicht der israelischen Gesellschaft, die wir sozusagen mediatisiert nicht mehr so oft bekommen, wie sie angeführt haben. Ich möchte mich kurz fassen, ich möchte meine privilegierte Stellung hier nicht ausnutzen mit einem langen Po-Referat, sondern beim zahlreichen Publikum hier die Möglichkeit geben, eine rege Diskussion zu beginnen. Wir haben anvisiert, die Veranstaltung bis 21 Uhr zu beenden. Es ist also noch genügend Zeit zur Diskussion. Zumal, das wollen wir allerdings auch spätestens dann tun, zumal es eine kleine Rezeption geben wird mit Wein und Käse, wo Sie sozusagen dann die Gelegenheit haben, vielleicht zum informellen Gespräch, wo man vielleicht mal manches noch besser ansprechen kann. Da ich sozusagen jetzt nicht nur das Privileg habe, die ersten Fragen zu stellen, sondern auch Vorbild sein will, darum mich kurz zu fassen, als Anregung für die diejenigen, die sich gleich melden, gerne sind auch vom Statements, Sie müssen nicht unbedingt eine Frage stellen, Sie können auch ein Statement machen, die einzige Voraussetzung ist, dass es kurz ist. Ja? Sie sind prägnant. Vorreferate sind nicht vorgesehen, einschließlich meiner selbst. Deswegen nur ganz knapp ein paar Fragen von Themen, die noch nicht so richtig angesprochen sind und die natürlich vielleicht einigen hier, also mir zumindest, auf dem Herzen liegen. Ich würde gerne noch hören, was Sie sagen aus sicherheitspolitischer Sicht, die Situation einschätzen,
und zwar in ihrer Bedeutung für Israel, die Situation einschätzen in Syrien, was diese sozusagen die tektonischen Veränderungen, die sich ja andeuten mit der Entwicklung zu einem innersyrischen Bürgerkrieg bedeuten für Israel und für die israelische Sicherheitspolitik, gerade weil mit Assad spricht man auch da nicht ein Freund Israels, sondern einen, der im Bündnis und unterstützt vom Iran sozusagen anti-israelische Politik konsequent geführt hat. Eine zweite Frage wäre natürlich, ich würde sehr interessieren, von dem Hintergrund auch der Veränderungen im Nahen Osten, wie Sie wie realistisch die Szenarien einschätzen im Hinblick auf Aktionen gegenüber dem Iran und weiteren Sanktionen bis hin zum Szenario einer militärischen Intervention, also wie realistisch sozusagen Sie die Abfolge und die dort beurteilen. Und drittens eine kleine Anmerkung, vielleicht würde mich interessieren, Sie sind ein starker Vertreter sozusagen des Disengage und haben ja das entsprechend auch vertreten hier. Inwieweit ist das Disengagement-Argument, wenn man es ernst nimmt, inwieweit gefährdet es auch womöglich, insofern, als dass man gerade im Hinblick auf die von Ihnen ja vielleicht zu repräsentierten Vereinten Nationen argumentiert hat, unilaterale Schritte sind hochproblematisch, gefährden den Friedensprozess. Das hat man auch von israelischer Seite aus gesagt. Das heißt sozusagen, Unilateralismus von palästinensischer Seite führt am Ende in eine Sackgasse. Inwieweit, wenn man selber als die Perspektive eines Disengagement annimmt, inwieweit unterminiert man damit dieses israelische Argument gegen Unilateralismus auf Seite der Palästinenser, jetzt gegen die Initiativen UNESCO, Vereinten Nationen, wo immer sie können, absagen im Prinzip an einen Friedensprozess. Das wäre sozusagen jetzt mal von meiner Seite mehr gar nicht. Vielleicht können Sie kurz darauf antworten und dann öffnen wir natürlich die Diskussion. Danke. Also drei kurze Antworten. In Syrien leider sind die Optionen oder etwas Schlechtes oder etwas ungefähr so Schlechtes. Die Alternativen sind leider nicht Assad oder Demokratie, sondern Assad oder die islamischen Brüder mit einer türkischen Unterstützung. Wenn wir die islamischen Brüder in Syrien haben und noch schlimmer, wenn wir haben etwas, das zusammenbringt, die islamischen Brüder in Syrien und in Hamas und in Ägypten und in Jordanien, weil jedes Mal, wenn einer von denen Erfolg hat, wird das stärken den anderen. Zum Beispiel, wollen wir, dass Jordanien fällt? Wenn die muslimischen Brüder in Jordanien stärker sein werden, werden wir auch eine Gefahr haben von Jordanien zusammenklappen. Wenn das passiert, Jordanien ist ein Buffer State, da haben wir eigentlich praktisch eine israelische-iranische Grenze. Wenn die Iraker mit den Iranern arbeiten und ein Jordan existiert nicht und die Syrien und die Iraker, das ist sehr, sehr gefährlich. Also würde ich Assad unterstützen? Natürlich nicht, das ist eine Katastrophe. Aber die Alternative sieht nicht viel besser aus. Ich freue mich, dass Israel dort keinen Entschluss treffen wird. Was in Syrien passiert, werden wir nicht beeinflussen. Eine Aktion im Iran. Israel hat eine sehr schwere Dilemma. Auf einer Seite den Iran eine Kernwaffe zu kriegen lassen, ist hochgefährlich, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Auf der anderen Seite, die Amerikaner sind sehr gegen eine israelische Aktion. Und wenn wir dort irgendetwas machen, nicht nur haben wir eine Konfrontation mit Amerika, das können wir überleben, aber die Amerikaner werden nicht den Follow-up machen, zu was wir machen. Wir können das verspäten in 2 Jahren, 3 Jahren. Man muss, dass jemand benutzt, was wir machen, um es länger zu verspäten,
bis vielleicht eines Tages wir kriegen können ein Regime-Change in Iran. Das ist eigentlich die Lösung für die iranische Frage. Und im Moment kann man mit Amerika nicht kooperieren. Über Menschen so wie Obama hat man Moshe Dayan gesagt, das ist ein guter Bursche in den schlechten Sinn vom Terminus. Ja? Ein amerikanischer Präsident, der nett ist, der kann nicht sein der Verteidiger von Freiheit in der Welt. Dazu gehört mehr wie ein netter Mensch. Und er ist ein netter Mensch. Und im Moment sehe ich nicht, dass die Amerikaner etwas machen. Wegen Unilateralismus. Erst einmal, ich bin nicht gegen palästinensischen Unilateralismus. Wenn sie das so machen in der UNO und so weiter, ja. Aber nicht, weil es unilateral ist, sondern weil es schadet. Aber zum Beispiel, was Fayyad unilateral machen will, einseitig machen will, in der palästinensischen Gesellschaft, ist meiner Meinung nach gut. Und wenn er einseitig dort irgendeine Gesellschaft bauen kann und wir können einseitig raustreten, ist es gar nicht mal schlecht. Im Moment ist das nicht reell, weil das nicht genug Unterstützung hat, nicht in Amerika und sogar nicht in der israelischen Bevölkerung. Aber ist es das Einzige, das man dort machen kann? Leider ja. Hier muss ich zitieren den Arthur Conan Doyle. Er hat gesagt, if you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Wenn man eliminiert, was unmöglich ist, was dann bleibt, auch wenn es sehr schwierig ist, muss das Richtige sein. Ein Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern wird es nicht geben. Dort zu bleiben ewig will ich nicht, muss ich einseitig sein. Ist es gut? Nein, ist es schlecht, aber ist es weniger schlecht, eine andere Sache. Ja, erstmal vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir öffnen die Diskussion und bitte. Ich? Ja. Mikro kommt. Warten Sie, wann Mikro kommt. Ja, mein Name ist Thomas Hemberger. Ich habe eine Frage zum Themenkomplex Erdgasfelder, Wirtschaftszonen zur See. Zwischen Zypern und Israel sind ja schon in den letzten Jahren große Erdgasvorkommen gefunden worden. Und Zypern und Israel haben sich, soweit ich informiert bin, geeinigt über die Seegrenzen, die Wirtschaftsgrenzen. Und Libanon war einverstanden, aber die neue libanesische Regierung hat jetzt einen anderen Kurs eingeschlagen und bekämpft jetzt diese Wirtschaftszone, erkennt es nicht mehr an. Gibt es eine realistische Chance, dass Israel trotzdem in naher Zukunft praktisch zu einem Erdgasförderer wird? Und gibt es eine gute Zusammenarbeit mit Zypern oder eher eine schlechte? Was bedeutet das im Verhältnis zum türkischen Expansionsdrang im östlichen Mittelmeer? Und wie sieht es im Verhältnis zur europäischen Energiesicherheit aus? Ein Teil der Fragen kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht kompetent über diese Sachen. Aber ich kann zwei Sachen sagen. Erst einmal, dass Libanon dagegen ist, das ist neither here nor there. Sie werden gegen Israel sein, was Israel nur tut. Libanon ist Hezbollah. Und Hezbollah ist Ahmadinejad. Also, Libanon ist dagegen, wunderbar. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Wie das die Türken wütend machen, wunderbar. Das ist noch ein Grund. Aber die Hauptfrage ist: Ist es ökonomisch günstig für Israel und Zypern? Ich glaube, es ist. Da werden wir das versuchen. Aber leider kann ich nicht dort die Einzelheiten beantworten. Ich bin nicht kompetent. Ja, bitte. Die Dame, danke. Da wahrscheinlich keine Eskimos im Iran eingreifen werden, wie sehen Sie ungefähr den Zeitraum eines zu hoffenden Regimewechsels im Iran? Also es ist ja so, dass Iran eigentlich als erster Gottesstaat möglicherweise auch der erste ist, in dem die Leute es wirklich satt haben. Wie schätzen Sie das ein? Kann man da irgendwas machen, um das zu unterstützen? Alles hängt ab von den Amerikanern. Leider haben die Amerikaner den
Mubarak unter den Bus geschmissen. Aber im Iran, wie das iranische Volk zur Straße ging, hat es keine Unterstützung von Amerika. In Iran gibt es eine sehr gute Realität. Die Regierung ist ekelhaft, aber die Gesellschaft ist gesund. Die iranische Gesellschaft ist eine gesunde Gesellschaft. Dort gibt es schon einen großen Teil der Gesellschaft, der will in einer pluralistischen Realität leben. Man soll denen alles tun, was man kann, um denen zu helfen. Leider ist Israel zu klein. Also ich wünsche manchmal, dass die Antisemiten recht haben und wir können alles in der Welt beeinflussen. Das würde wunderbar sein. Es ist ein Unglück, dass wir das nicht machen können. Es wäre wunderbar, wenn die Protokolle von den Wiesen von Zion wirklich werden. Ich hätte mich gefreut. Aber wir haben diese Möglichkeit nicht. Es gibt Sachen, das ist schwer zu glauben, aber es gibt Sachen in der Welt, die die Israelis nicht ändern können. Hätte ich das sehr gewollt? Ja. Die wichtige Frage ist, wird irgendwas mit Obama geschehen? Ich glaube nicht. Und dann, wer wird sein der nächste amerikanische Präsident? Wenn wir haben noch 4 Jahre mit Obama, so wie er bis jetzt war, so unkompetent, wie er jetzt bis jetzt war, das sind sehr schlechte Nachrichten, auch für Iran, aber ich glaube für die ganze Welt. Und wieder, er ist ein netter Bursch, nur er hat keine Ahnung, was er tut. Außerdem ist er wunderbar. Alle anderen sind angestanden. Bitte, da drüben. Ich werde vielleicht nach dieser Frage versuchen, das zu beantworten. You said the Americans they throw Mubarak into the bus, right? Yes. And then you say in the lecture. But countries, for example, like Syria, Iran, they are in the Human Rights Council, and in the UN, they are talking about human rights issues or like voting for human rights, and it's like, okay, that's right. It's funny because all these countries they don't respect human rights, and you say something about. The Arabic ruling was like really cold. So it's like a bit contradicting that you kind of complain that these countries which they don't respect human rights, they have the ability to criticize or vote or all this stuff. But at the same time you say America threw Mubarak under the bus. I mean, Mubarak doesn't respect human rights. I understand the question. And another question. Okay. I understand why, for example, in Jordan and in Egypt, the Muslim Brotherhood will have a chance, like bigger chance, to rule the country, and that's based on the society of both countries. But in Syria, I come from Syria, like the society in Syria, it doesn't have only like two parts of like Muslims or Christians, also within the Muslim within Muslim, you have all the like, different types of sects that it's not possible that the Muslim Brotherhood would ever take Okay, thank you. I understand the second question too. First, it's a great opportunity to me to speak a language that I actually understand. And now I'll go back to German. In der arabischen Welt, leider, ist die Alternative nicht zwischen Menschenrechte und Demokratie auf einer Seite und schreckliche Regimes auf der anderen Seite.
Der Regime von Mubarak ist nicht demokratisch. Natürlich nicht demokratisch. Die Frage ist, was von beiden Alternativen schlimmer ist. Wenn wir uns heute ansehen, eine Realität, wo die muslimischen Brüder in Ägypten eigentlich die bedeuten werden, wie Ägypten aussieht, das ist viel schlimmer als Mubarak. Und man muss sich in der Politik nicht wählen zwischen Guten und Schlechten, sondern zwischen Ekelhaften und Katastrophalen. Ja, so sieht die Politik aus. Jetzt, meine Großmutter, die war eine große Strategin, die hat immer gesagt, es ist besser zu sein reich, jung und gesund, als arm, krank und alt. Und ich glaube, sie hatte recht. Und wenn die Realitäten wären oder etwas Perfektes oder etwas Imperfektes, würde ich sagen, gegen das Imperfekte. Aber wenn wir haben den Mubarak, der für eine ganze Generation die, den Nahen Osten gegeben hat, mehr als 30 Jahre ohne Krieg. Und unter Mubarak hat die ägyptische Wirtschaft gewachsen, 5%, 6%, 7%. Kann man warten, bis man sieht, was man nach Mubarak kriegt, weil er geht sowieso schon weg. Ja? Und dann sehen, ob man etwas findet, das noch besser ist. Aber wenn man in diese Richtung geht, die die Muslim Brothers bringt, dann wird die Realität viel schlechter sein, nicht nur gegenüber Israel und Amerika. Das soll nicht das Wichtigste sein. Aber für das ägyptische Volk, was wir jetzt kriegen werden in Ägypten, ist eine ökonomische Realität, die viel, viel schlechter ist wie früher, mit einer Realität, die schon heute sehr schwierig ist. Und wenn in Ägypten die Wirtschaft so verliert, irgendeine Möglichkeit, die Bevölkerung zu nähren, dann haben wir eine Katastrophe in der ganzen Region. Also ich will nicht sagen, hier ist Mubarak und das ist mein Ideal. Ich will sagen, dass was die wenn die Alternative Islamismus ist, ist noch Mubarak nicht das Schlimmste. Das ist die eine Konstellation. Die zweite ist, dass wenn Mubarak der beste Freund war von Amerika im Nahen Osten und hat den Amerikanern möglich gemacht, in dieser Region eine ganze Generation ohne Krieg durchzukriegen, wenn sich jeder andere Araber sich ansieht, wie die Amerikaner sich benommen haben mit Mubarak, werden sie sich selbst sagen, wo können wir uns verlassen? Auf die Russen, auf die Chinesen, auf die, weiß ich, andere, auf die Iraner, aber nicht auf Amerika. Und das ist ein Fehler. Jetzt sollte man vielleicht Mubarak, der denn nach Mubarak kommt, zwingen, mehr demokratisch zu sein. Vielleicht ja. Aber das zu tun, was die Amerikaner in Ägypten getan haben, war meiner Meinung nach ein Fehler. Jetzt wegen Syrien. Ich weiß, es gibt in Syrien auch viele Demokraten. Ich kenne ungefähr 25 von denen. Ich habe sie getroffen, ich habe mit denen gesprochen. Wenn sie zur Macht kommen, werde ich mich sehr freuen. Ist es möglich, dass ein großer Teil der Bevölkerung sie unterstützt? Ja, aber sie sind nicht organisiert. Was zur Macht kommt, sind die organisierten Kräfte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor 32 Jahren sind Millionen Iraner auf die Straßen gegangen und haben gesagt, wir wollen eine Demokratie. Und jeder war glücklich. Und dann ist Khomeini gekommen. Und er war organisiert. Und man konnte wissen, ich wusste, dass die Leute mit dem guten Willen nicht die Kraft haben. Und die Leute mit der Kraft nicht den guten Willen haben. Und ich wusste, wer die Regierung sein wird. Jetzt, war der Schah perfekt? Nein. Hat er Menschenrechte unterstützt? Natürlich nicht. Er war in der Macht.
gar nicht. Auch wenn er wollte, und er wollte nicht. Aber wenn wir vergleichen den Schah mit dem Khomeini oder mit Ahmadinejad, ist der Schah 1000-mal besser. Und das ist, was man wählt, wenn man politische Entscheidungen treffen muss. Es gab hier noch eine Frage. Ja, Saudi-Arabien. Ja. Also das, die Frage ist Saudi-Arabien. Ich glaube, heute in Saudi-Arabien überlegt man sich, ob man die offizielle Sprache Jiddisch machen soll, weil die Saudi-Arabien, Israel, Jordanien, Amerika und Europa genau dieselben Interessen haben. Das heißt, gegen den Radikalen. Aber die Saudis können sich nicht leisten, das öffentlich zu machen, und sie können sich das sogar nicht leisten, in einem geheimen Weg zu tun. Weil wenn jemand das erfährt, sind sie verloren. Also haben wir heute, und wieder, die Saudis, ich beantworte Ihnen wieder, die sind ekelhaft, wenn es kommt zu Menschenrechten und Pluralismus und so weiter. Aber die Alternative ist Ahmadinejad oder Folger von demselben radikalen Weg, der er treibt. Also hier für eine Stabilität im Nahen Osten hat Israel, Ägypten, wenn es nicht muslimische Brüder sind, Israel, Ägypten, Jordanien, Amerika, Europa, genau dieselben Interessen wie Saudi-Arabien. Und die Saudis haben Angst, weil sie sich ansehen Amerika und sie wissen, dass man Amerika nicht trauen kann. Wegen der Politik, dass die Amerikaner letztens im Nahen Osten treiben. Ja, bitte, weitere Fragen. Danke für den Vortrag. Ich wollte noch eine Frage zur Türkei fragen. Wenn man europäische Politiker so hört, dann merkt man die Türkei als Role Model angeboten für die Umbrüche in den arabischen Staaten. Was halten Sie davon? Ja, vielleicht, wenn ich türkische Wähler hätte, hätte ich auch einen Quatsch gesagt. Aber ich möchte erklären, die Türkei war ein Modell, ein sehr gutes Modell unter der Revolution von Atatürk. Weil dort hat man einen Staat modernisiert, man hat die Religion nicht verboten, aber geschickt in den Moschees, ja, also die Religion hat nicht die Politik erobert, und die Türkei ist geworden nach seit 1923 ein moderner Staat, ein offener Staat, und alles, was heute in der Türkei gut ist, ist, weil der Atatürk das erreicht hat. Und was wir heute haben, ist eine Kontrarevolution gegen die Revolution von Atatürk. Erdogan ist ein sophistikierter Radikal. Und einer der Probleme, die man heute hat, ist, dass man glaubt, dass wenn jemand pragmatisch ist, kann er kein Radikal sein. Jeder Radikal ist ein Pragmatist. Ich glaube, Adolf Hitler war ein bisschen radikal, hier und dort, aber in München 1938 war er ein Pragmatist, hat sich sehr pragmatisch benommen. Wenn man Der Chamberlain hat ihn gesehen in München und hat gesagt, nun, das ist doch ein Pragmatist. Vielleicht ist er ein bisschen unhöflich, aber er ist ein Pragmatist. Er benimmt sich pragmatisch. Jeder Radikaler benimmt sich pragmatisch. Er benimmt sich pragmatisch, bis er zum Punkt kommt, wenn man schon nicht zurückgehen kann, und dann kommt sein Radikalismus raus. Und man macht wieder denselben Fehler, aber doch, ich versuche schon nicht darüber zu sprechen. Wenn man jemanden sieht, der sich gut benimmt gegenüber alle anderen, aber barbarisch benimmt gegen die Juden, sagt man sich, na, das sind doch die Juden. Ja, das kann man doch verstehen. Sie haben ihn provoziert. Ja?
Und man versteht nicht, dass genauso, was er heute gegen die Juden macht, wird er gegen die anderen machen im Moment, wo er kann. Aber ich versuche das schon nicht mehr, Menschen zu überzeugen, weil es ist verloren. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Chancen haben. Ich will sagen, das Folgende: Die Türkei unterstützt heute Hamas. Hamas ist anerkannt als eine terroristische Organisation und eine terroristische Regierung. Nicht nur bei Israel und bei Amerika, sondern auch bei Europa. Und wenn man sich nicht fragt, warum unterstützt Erdogan die Hamas und wie benimmt er sich vis-à-vis Zypern, was wir vorher hier gehört haben, ja, dann will man nicht verstehen. Man will sich dieses Märchen weitertreiben und man wird haben einen Dialog. Und zwei Personen werden zu sich selbst sprechen. Und dann sind alle glücklich und werden reiten in den Sonnenuntergang, bis sie finden, wo sie leben. Und ich habe Geduld zu warten. Ja, bitte. Kann ich auch per Du sprechen. Du hast gesprochen am Anfang von die verschiedenen Probleme, die es gibt und was für Antworten Israel, dass Israel hat Antwort auf jede Ebene, aber du hast eigentlich nicht die Antworten, glaube ich, so erwähnt. Zum Beispiel, was macht Israel gegenüber dem Einfluss von den Medien oder kann Israel überhaupt nichts tun dagegen auf die nicht über die Leute hier, die hier sitzen, die sind alle die gleiche Meinung. Gerade die, die außerhalb dieser Halle sind, wie kann oder kann überhaupt Israel etwas tun, um die Meinung zu ändern oder zu nicht beeinflusst werden von den Medien, weil dann ist es ein verlorenes Krieg eigentlich. Das heißt, wir werden irgendwann so sein, dass alles, was du sagst, wenn alle sagen, ja, das ist richtig. Ja, die Juden, die Juden, die Juden. Erst einmal, ich hoffe, dass nicht alle in dieser Halle dieselbe Meinung haben. Das ist so langweilig. Ich hoffe, das ist nicht richtig. Zweitens, es gibt manchmal Probleme, für denen man keine Antwort hat. Journalisten werden sein Journalisten. Ein Journalist ist jemand, der zum Nahen Osten kommt auf 3 Tage. Und dann schreibt er ein Buch, der Nahost, gestern, heute, morgen. Und die Journalisten, die kommen auch von einer bestimmten Seite politisch, mit Ausnahme. Ja? Aber sie kommen von einer bestimmten Seite politisch und sie wollen zeigen, dass sie die Verteidiger sind von Menschenrechten und so weiter. Und das Beste, was man mit Journalisten machen kann, ist, sie nicht ernst zu nehmen. Jetzt hat sich die Öffentlichkeit in Europa gegen Israel gestellt. Ja, aber das ist nicht wegen den Journalisten. Die Journalisten reflektieren, was die Gesellschaft will. Die Gesellschaft will in Disneyland leben. Die Gesellschaft will glauben, dass man heute schon keine Gewalt mehr braucht. Es gibt doch überhaupt nichts Böses in der Welt, weil alle Menschen sind doch nett und nichts Böses gibt es. Ich freue mich sehr, dass die Angela Merkel Kanzlerin ist hier in Deutschland, weil sie erinnert sich noch, dass etwas Böses existiert. Und sie versteht, dass wenn die Guten sich nicht bewähren gegen den Bösen, werden die Bösen gewinnen. Aber die große Mehrheit, der Hauptstrom in Europa, will glauben, es gibt überhaupt keine Bösen. Es gibt nur Menschen, die eine schwere Kindheit haben. Und man muss denen helfen. Und sie haben eigentlich die Mentalität von Sozialarbeitern. Ja? Und sie kommen und sagen,
oh, mein Liebling, was lebt dir? Was kann ich für dich tun? Du benimmst dich doch so barbarisch, weil du keinen anderen Weg hast. Und wenn du nicht weißt, dass du keinen anderen Weg hast, werde ich dir das erklären, damit du weißt, dass du sein musst. Du kannst doch gar nicht anders. So bist du, du kannst nicht anders. Hat schon jemand hier gesagt. Das kann Israel nicht ändern. Israel kann nicht die Europäer realistisch machen. Ja? Ich habe vor ein paar Jahren drei wunderbare Tage verbracht mit Václav Havel. Ich habe gesagt, hör mal zu, deine Gesellschaft heute in der Tschechischen Republik ist noch gesund. Gib denen 20 Jahre von Frieden, sie werden so krank sein wie die anderen. In Europa. Sie werden anfangen mit Eierkuchen. Ja? Das kann ich nicht ändern. Wieder, es gibt Sachen, dass sogar die Juden nicht ändern. Und da lernt man damit zu leben. Das ist so wie die, wie nennt sich das, der Flug? Grippe. Wie? Die Grippe. Glocke? Grippe. Grippe, das ist so wie die Grippe. Es kommt jeden Sommer. Wieder. Ja? Und das ist unangenehm. Und man liegt drei Tage im Bett. Und dann überlegt man das. Das ist. Habe ich das gern? Nein. Kann Israel manchmal weniger blöd sein auf diesem Punkt oder einen anderen Punkt? Ja. Aber kann man das grundsätzlich ändern? Nein. Schauen Sie, es gibt etwas, das kann ich sicherlich nicht auf Deutsch sagen, aber Sie können mir helfen, das zu übersetzen. Das nennt sich the Serenity Prayer. Ja? God, give me the serenity to accept what I cannot change, the courage to change what I can change, and the wisdom to differentiate one from the other. I'm here representing the wisdom. Okay? Some things you have to accept that you cannot change. Ganz kurz. Willst du da? Hallo. Okay. Ich habe eigentlich drei Fragen. Und zwar die erste Frage würde sich, also ich habe Ihren Vortrag entnommen, dass Sie sehr stark ein Anhänger des Realismus sind, wenn ich das jetzt immer so sagen darf. Das Problem, das ich mit dem Realismus habe, dass eben keinerlei Alternative zu dem herrscht. Also im Endeffekt wird es auf jeden Fall zu einem Konflikt kommen. Da Sie haben auch in Ihrem Vortrag immer sehr stark die Stärke oder die Vormachtstellung Israels immer betont. Das Problem ist nur, dass früher oder später natürlich die arabischen Staaten oder der gesamte Nahe Osten versuchen, durch diese Stärke zu bekommen. Das ist meiner Meinung nach der Nachteil des Realismus und wenn man eine Realismuspolitik anhat, der die Alternative dazu, ein idealistischer oder ein Idealismus konstruktivistischer Angehensweise, wie wir es hier auch in Europa hatten, die, was natürlich eine ganz bemerkenswerte Entwicklung ist, dass eben ein Krieg innerhalb Europas praktisch gegen Null tendiert. Das ist etwas, das Sie von vornherein auszuschließen erscheinen im Nahen Osten. Sie stellen immer wieder ganz stark den Gegensatz von Israel und den zu den arabischen Staaten dar, dass Israel ein moderner Staat ist und die arabischen Staaten nicht modern sind. Wie schon gesagt, dass in letzter Konsequenz wird es, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, zu einem Konflikt kommen. Die zweite Frage... Darf ich mal jede Frage beantworten? Weil ich werde dann vergessen. Erstes Mal... Es gibt keine Alternative für Realismus. Realismus, wenn man mit der Welt sich beschäftigen muss, dann muss man sein realistisch. Alles andere ist Quatsch. Weil wenn man sich sagt, das Realismus akzeptiere ich nicht, politische Theorien sind wunderbar. Und es sollen Theoretiker geben und Menschen müssen sich irgendwie glücklich machen. Aber man kann überhaupt nicht Fragen. Man kann überhaupt nicht sprechen über eine Alternative für Realismus. Man muss erst einmal die Realität verstehen und dann fragen, was man reell darüber tun kann.
Ich sage nicht, dass ein Konflikt ewig sein muss. Aber ich sage, wenn ich mir die Lage heute ansehe und ich die Kräfte von heute beurteile, kann ich nichts anderes sehen. Jetzt, wenn Sie glauben, dass meine Analyse falsch ist, kann man eine alternative Analyse vorschlagen und dann kann man diese beiden Analysen diskutieren. Aber man kann sich nicht von der Realität zurückziehen und sagen, ich diskutiere die Frage nicht realistisch. Jetzt, wenn man sich anhört, und was Sie jetzt gesagt haben, ist sehr populär in Europa, dass die Europäer zu Israelis oder zu anderen im Nahen Osten kommen und sagen, na gut, wir hatten auch mal Kriege und jetzt habt ihr Kriege, wir haben mit unseren Kriegen fertig geworden und wir haben jetzt Dialog, ihr habt auch Dialog. Zum Beispiel, es gab einen Krieg oder wir hatten Narzissmus in Deutschland und dann ist man gekommen und man hat gehabt einen Dialog mit Hitler und nach dem Dialog, jetzt gibt es Pluralismus. Ich glaube, ich erinnere mich was ganz anderes. Erst einmal hat man das vernichtet mit Kraft und wenn das nicht mehr existiert hat, dann kann man haben Pluralismus. Das ist richtig. Die Japaner sind pazifistisch. Und die sind pazifistisch, weil es gab zwei Seminare, einen in Hiroshima und den zweiten in Nagasaki. Dort gab es einen Dialog mit den Japanern und man hat die Japaner überzeugt, pazifistisch zu werden. Man hat sie vernichtet und dann konnte man mit denen einen Dialog haben. Wir können die arabische Welt nicht vernichten und wir wollen sie nicht vernichten. Und wir werden sie nicht lassen, uns zu vernichten. Und das Ganze ist total unrelevant. Außerdem, in Europa, auch wenn es Konflikte gab, waren alle Cousinen. Das heißt, jeder war der Cousin vom anderen und man hat eine Gesamtkultur, man hat ähnliche Werte. Im Zweiten Weltkrieg, wie Europa, Deutschland und England gekämpft haben, hat der BBC angefangen in seiner Sendung jeden Tag um 6 Uhr früh mit einem deutschen Kompositor. Da, 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 da. Ja? Das war möglich, weil sie von derselben Kultur kommen. Auf beiden Seiten von der Schlacht hat man gesungen dasselbe Lied. Unter der Laterne bei dem großen Tor. Das haben beide gesungen. Und niemand hat gesagt, der andere soll nicht existieren. Das kann man nicht vom Nahen Osten bringen, weil dort sagen die Araber, ein Staat für die Juden darf nicht existieren, wir werden das vernichten. Das kann man nicht mit Ahmadinejad sagen, weil wir mit ihm, ich bin glücklich zu sagen, gar nichts zusammen haben. Also das ist der europäische Quatsch, der im Nahen Osten überhaupt keine Bedeutung hat. Und man kann die Europäer nicht ernst nehmen, nicht wenn die dieses Konzept bringen und hauptsächlich, wenn sie uns sagen, ach, ihr habt die Kernwaffe von Irak zerstört, uch, das tut man nicht. Das ist gegen Artikel 27a und sowas tut man nicht, hauptsächlich nicht am Dienstag. Wie kann man überhaupt sowas ernst nehmen, wenn wir, Gott behüte, das ernst nehmen, wenn wir nicht existieren? Die zweite Frage. Die zweite Frage zielt auch tatsächlich auf den Iran ab. Sie hatten gesagt, dass auch, was auch total stimmt, dass die iranische Bevölkerung momentan also eine sehr pluralistische Gesellschaft ist. Die Gefahr, die dabei allerdings wieder besteht, ist, wenn tatsächlich Israel unilateral die Nuklearanlagen zerstören sollte, würde es nicht dazu führen, dass eben auch die moderate Bevölkerungsschichten eben umschwenken in die radikalere Seite. Alle sind der eine, also innerhalb der iranischen Bevölkerung scheint es mehrere Schichten zu geben, die entweder sagen, ja, wir wollen die zivile Nutzung der atomaren Energie. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Wie kann man das überhaupt ernst nehmen? Das ist so ein Quatsch. Wie kann man sowas ernst nehmen? Schauen Sie, was Sie mir eigentlich sagen, ist, dass jemand kommt zu mir mit einem Dolch und sagt,
ich werde sie umbringen und ihre Kinder. Und dann, wenn ich immer schieße, wenn ich dich liebe, euch das wird schrecklich. Ja? Mich versucht man zu vernichten. Und ich werde das vermeiden. Und wenn man mich dann nicht liebt, in Iran wird man mich nicht lieben. Und wenn das Pluralismus von den Iranern anfängt, nach meiner Vernichtung, das ist eigentlich, was sie sagen. Dankeschön. Dieses Pluralismus ist mir nicht. Ich möchte so einen Pluralismus, wie ich, wo ich auch auf dieser Seite vom Boden bin. Wenn ich unterhalb bin, ja, der Pluralismus hilft mir nicht. Aber wissen Sie, ich glaube, es ist gut, dass Sie diese Fragen hier gestellt haben, weil wir wollten eine gute Repräsentation von europäischen Journalisten. Und ich glaube, das haben wir gekriegt. Ja? Und das ist auch eine Antwort hier, warum wir das nicht ändern können. Das kommt von einer Weltanschauung, mit denen ich nicht diskutieren kann. Das kommt von einem parallelen Universum. Ich habe eine Frage. Nee, nee. Ja, Bettina Kuttler, Deutscher Bundestag. Herr Professor Schüchtern, es ist ja nicht so, dass alle Europäer nur nette Menschen sind. Manche können auch Nein sagen. Bundeskanzlerin Merkel hat ein klares Nein zu einseitigen Schritten der palästinensischen Autonomiebehörde vor der UNESCO, vor der UN gesagt. Wie würden Sie die nächsten Schritte der Autonomiebehörde einschätzen in Sachen einseitige Schritte? Ich denke, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Was bedeutet das Nein der Bundesregierung in der Zukunft? Was bedeutet dieses Nein für die künftigen Schritte? Und wie würden Sie es einschätzen, wenn nach die Situation einschätzen, wenn nach Ablauf eines Jahres gemäß dem Vorschlag des Nahen Ostquartetts es zu keiner Verhandlungslösung gekommen ist? Und noch ein letzter Punkt: Die Europäer sind nun mal so, wie sie sind. Und es gibt Punkte, die den europäischen Partnern wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema Siedlungspolitik, das Thema Grenzen von 67, Linien von 67. Vielleicht können Sie zu diesen Kritikpunkten noch einige Ausführungen machen. Erst einmal, wenn es nicht genug klar ist, will ich das jetzt wieder sagen. Ich habe gesprochen über der europäischen Öffentlichkeit und hauptsächlich die Medien. Es gibt Regierungen, ich habe die deutsche Regierung erwähnt, weil sie die freundlichste ist für Israel, aber es gibt dann auch andere Regierungen, die freundlich sind, und es gibt viele in Europa, die die Realität verstehen. Also ich wollte nicht sagen, dass alle Europäer blöd sind und verstehen gar nichts, oder alle europäischen Regierungen haben eine falsche Politik oder irgendwie, das ist, wenn es nicht vorher klar ist, möchte ich das jetzt sehr klar machen. Schauen Sie, die wichtigsten Elemente im Nahen Osten sind Iran, Türkei, Israel, Ägypten. Wenn wir uns fragen, sagen wir, es gibt morgen einen Frieden mit den Palästinensern, hat das irgendeinen Einfluss über die iranische Kernwaffe? Null. Hat das irgendeinen Einfluss über die türkische Politik? Null. Hat das irgendeinen Einfluss über die Stabilität von Ägypten und die Möglichkeit von Ägypten, eine Wirtschaft zu produzieren, die antwortet, was das ägyptische Volk braucht und verlangt? Null. Alles, was wirklich wichtig ist, hat gar nichts mit den Palästinensern zu tun. Aber die Europäer, inklusive europäische Regierungen, sind obsessiv. Und sie stehen früh auf und fragen sich erst danach, was ist mit den Palästinensern? Und ich glaube, eines Tages muss man mehr erwachsen diese Realität im Nahen Osten sehen und zu sehen, dass die palästinensische Frage eine sehr winzige Frage ist im Nahen Osten. Leider glaubt so auch Obama. Er hatte diese Fantasie, im Moment, wo er bringt ein Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern, kann er den Nahen Osten stabilisieren. Das ist lächerlich. Das ist total separat von der Realität.
Und jetzt zur Sache selbst. Israel und die Palästinenser werden kein Abkommen erreichen. Das kann ich Ihnen versprechen mit hundertprozentiger Sicherheit. Es gab nie die Chance, es gibt die Chance nicht heute und es wird es nicht geben in der nahen Zukunft. Wir haben schon vorher diskutiert, ganz kurz zwischen uns, meine Einstellung. Ich bin für einseitige israelische Evakuation vom großen Teil von den eroberten Gebieten, die erobert waren 1967. Nicht, weil das Frieden bringen wird, es wird nicht. Nicht, weil es den Palästinensern gebührt, es gebührt denen nicht. Sondern, weil ich nicht mit denen zusammen in derselben politischen Entität leben will. Und sie wollen das nicht mit mir und ich will es nicht mit denen. Und wir haben nur eins im Gesamt. Wir können einen den anderen nicht leiden. Und das ist eine gute Basis. Davon kann man anfangen und weitergehen. Und wenn ich das evakuiere und sie bauen dort ihren Staat, für mich ist das in Ordnung. Ich bin dafür. Ja? Aber ich sage, ein Abkommen wird es nicht geben. Und ich werde erklären, warum. Erst einmal, es gibt niemand, die den Palästinenser vertreten kann. Abu Mazen und Salam Fayyad sind gemäßigt. Ja, Salam Fayyad ist sogar ein netter Mensch. Ich habe ihn gehört, ich habe mit ihm diskutiert, diese Fragen vor zwei Wochen in Washington. Ich habe großen Respekt für ihn. Das Problem ist, Salam Fayyad vertretet seine Cousine jede zwei Wochen drei Stunden. Der Salam Fayyad ist kein palästinensischer Führer. Niemand nimmt ihn ernst unter den Palästinensern. Wenn er morgen sagt, ich bin bereit, A und B zu akzeptieren und ich bin bereit, das Zurückkehrrecht abgeben, das heißt, zu akzeptieren, dass die Palästinenser nicht Israel demografisch vernichten wollen, wird man sogar ihn nicht umbringen. Man wird nur stehen in den Straßen und lachen, weil er für gar nichts steht. Und das ist mir leid. Ich habe ihn gerne, ich habe viel Respekt für ihn. Ich glaube, er ist der einzige Palästinenser, der interessiert, ist der einzige palästinensische Führer, der interessiert ist, seine Gesellschaft zu bauen. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn er ja der Vertreter sein kann von den Palästinensern, aber er vertretet auch sich selbst nur jede zwei Wochen drei Stunden und sicherlich das palästinensische Volk. Abu Mazen vertretet sogar nicht Ramallah, sicherlich die Westufer und hundertprozentig nicht Gaza. Aber sie sagen nicht, wir sind bereit mit Israel zu diskutieren, die Westufer. Sie sagen, wir wollen auch Gaza repräsentieren. Also seine Freunde von Gaza werden Israel bombardieren und er wird denen einen Staat geben. Ja? Also, und dann öffnet man den Hafen in Gaza und die Iraner bringen Raketen, die man nach Tel Aviv schießt. Und dann sagt Abu Mazen, gut, was kann ich tun? Und er kann gar nichts tun, er ist verbrannt. Und wir haben nicht mit wem zu behandeln. Und die palästinensische Gesellschaft sagt, die palästinensische Gesellschaft, und wenn Sie eine Ausnahme kennen, bitte erzählen Sie mir. Die palästinensische Gesellschaft sagt, die Juden sind kein Volk und die Juden haben kein Recht, um einen Judenstaat zu existieren. Sagen die Palästinenser, auch die Gemäßigten, es wird kein Abkommen geben. Den Palästinensern ist es sehr gemütlich und sehr bequem, ohne einen Staat zu leben. Sie kriegen Milliarden von Dollars und müssen überhaupt nicht arbeiten. Die ganze Welt liebt sie. Sie sind ein professionelles Opfer. Jeder hat sie gern. Man quatscht über den Palästinenser und man vergeudet meine Zeit. Ich habe darüber zwei Bücher gesprochen, ich bin ein Experte. Aber es langweilt mich, das zu diskutieren, weil es überhaupt keine Bedeutung hat. Null Bedeutung. Und ich sage mir, dass sie sich so benehmen, soll mich nicht zwingen, weiter zu sitzen in Gaza
oder in Nablus oder in Ost-Jerusalem. Ich bin auch für die Verteidigung von Jerusalem. Aber ich weiß, dass solche Verhandlungen nichts produzieren können, weil die Palästinenser sagen nur, wir sind Opfer, uns gebührt alles, wir sind bereit zu zahlen gar nichts. Aber wir sind Opfer, wir sind professionelle Opfer. Jetzt über die Siedlung. Schauen Sie, die große Mehrheit der Siedlungen weicht dagegen. Und sie werden wegkommen. Aber sie werden wegkommen, wenn wir über Grenzen sprechen. Und im Moment, wo eine Grenze existiert, was auf der anderen Grenze, anderen Seite der Grenze ist, geht weg. Wir sind rausgezogen vom Gazastreifen. Es waren dort 18 Siedlungen. Und wenn dort wären 24 Siedlungen, hätten wir 24 Siedlungen weggeschafft. So haben wir 18 Siedlungen weggeschafft. Jetzt was tut man? Man quatscht über, man hat gebaut, noch eine Wohnung, noch eine Siedlung. Diskutiert die Grenze, im Moment, wo man diskutiert die Grenze, werde ich die große Mehrheit der Siedlungen wegschaffen. Jetzt wieder, nicht weil es den Palästinensern gebührt, es gebührt ihnen nicht. Sie hatten dort nie einen Staat, sie haben versucht, uns zu vernichten, sie sprechen noch heute davon, dass wir nicht existieren sollen, es gebührt ihnen gar nichts. Ich will dort nicht sein, weil ich mit denen zusammen nicht sein will und sie wollen mit mir zusammen. Nicht sein. Wunderbar. Haben wir eines zusammen. Wir wollen einen mit dem anderen nicht sein. Aber man muss verstehen, dass Israel nur letztens, 2008, zum Abu Mazen gekommen sind und hat gesagt das Folgende. Du kannst kriegen 94% von der Westufer und noch 6% Kompensation. Innerhalb Israel, wie Israel war von 1948. Also du kriegst 100% vom Territorium, das dir nicht gebührt. Und Jerusalem wird geteilt und es gibt ein palästinensischer Staat und. Und er hat gesagt nein. Und sie werden wieder sagen nein. Weil sie wollen, dass man Israel unilateral zwingt durch die UNO und durch UNESCO und das. Jetzt, wenn man Zeit vergeuden will, wenn man sprechen will über etwas, das keine Bedeutung hat, bitteschön. Es stört mich eigentlich nicht. Das ist schon so ein Teil. Es ist kalt im Winter und es ist heiß im Sommer. Und jeder verlangt von Israel etwas für die Palästinenser. Okay, man kann damit leben. Wenn man etwas Effektives tun will, muss man ganz einfach sagen, macht Grenzen und es gibt zwei Sachen, die man diskutieren muss. Das eine ist Grenzen und das zweite ist zu akzeptieren, dass Israel das Recht hat, einen jüdischen Staat zu haben, so wie andere Völker dieses Recht haben. Die Position von der deutschen Regierung ist freundlich. Ich möchte mehr Regierungen in Europa so aussehen wie die deutsche Regierung vis-à-vis Israel. Man kann über ein paar Sachen nicht einverstanden sein, aber man muss verstehen, worüber wir diskutieren. Wenn es heute sowas gibt auf der palästinensischen Seite, so wie das Sadat das getan hat, 1977. Wenn man sagt, wir akzeptieren, dass die Frage von Israel als ein Judenstaat auf einer Seite und ein palästinensischer Staat auf der anderen Seite, das ist etwas, das sogar Netanyahu einverstanden ist. Ich habe Netanyahu nicht gewählt. Er ist nicht meine Wahl. Aber wenn er sagt, ohne die Akzeptanz, dass die Araber nicht mehr verlangen können, das Rückkehrrecht und akzeptieren müssen, dass Israel ein jüdischer Staat ist, das ist die Position von der deutschen Regierung. Das hat die Angela Merkel gesagt, ganz, ganz klar. Die Palästinenser müssen das auch anerkennen und akzeptieren. Aber wenn man Zeit vergeuden will, soll man über die Siedlungen sprechen. Im Moment, wo eine Grenze existiert,
dann schafft man weg die große Mehrheit von den Siedlungen. Ich werde scheinbar in Reserve, im zurückgehen zu meinem Militärdienst, um das dort wegzuschaffen. Nicht, weil es den Palästinenser gehört, sondern weil ich das dort nicht habe. Ja. Zuerst auch vielen Dank für den Vortrag, für den Realismus. Mir gefällt das sehr, auch für den Humor. Ich habe eine kurze Frage zum zweiten Teil des Vortrags. Das war ja der etwas positivere, dass es Israel eigentlich gut geht, der Gesellschaft, dass man dort gut leben kann. Ich selbst habe vor 5 Jahren, 1 Jahr in Israel verbracht. Unser damals 14-jähriger Sohn, jetzt 19, seine Freunde sind jetzt alle für 3 Jahre im Militärdienst. Meine Frage ist eigentlich nur, bei dem ganzen Realismus, es ist ein hoher Preis, dass es in Israel geht, hohe Steuern. Ich glaube, es könnte Israel noch besser gehen, also diese lange Militärzeit, auch die Frauen. Ich versuche es nochmal auf dem Wege, wäre nicht doch bei einer etwas besseren Verständigung. Ich meine, Sie sagen, Realismus geht, es geht nur über Stärke. Israel hat die Stärke, ja. Wenn man sich etwas besser verstehen würde und könnte das etwas runterschrauben, ich verstehe schon die Frage, die auch kam, immer nur stark, 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 ist eigentlich keine Lösung. Also ist der Preis nicht zu hoch, der im Moment gezahlt wird? Schauen Sie, das muss man die Israelis fragen. Und die Israelis haben das beantwortet. Sie wollen in Israel leben, sie genießen das und sie wollen Israel nicht verlassen. Und ich glaube, die Israelis haben das beantwortet. Ich kann Ihnen meine persönliche Antwort geben. Nicht nur ist Leben in Israel gut und wunderbar und es gibt Schwierigkeiten. Ich weiß, in Europa gibt es keine Schwierigkeiten, aber in Israel gibt es Schwierigkeiten. Die 3 Jahre im Militär sind wunderbar. Dass die Frauen auch dienen, ist noch besser, sonst wäre es im Militär nicht so wunderbar, wenn ich über meine eigenen Erfahrungen spreche. Die Israelis, die zum Militär gehen, das heißt nicht Araber und nicht, weil sie nicht wollen, sie können, aber sie wollen nicht, und nicht die Ultraorthodoxen, weil sie Parasiten sind. Aber die Israelis, die zum Militär gehen, haben das in der großen Mehrheit der Fälle sehr gerne. Das israelische Militär, und das ist ein bisschen komisch zu sagen, ist die pluralistischste Institution in der israelischen Gesellschaft. Dort treffen sich Menschen auf alle Ebenen. Vielleicht erzähle ich Ihnen etwas, das das mehr klar macht. Vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren, waren wir fast in einem Zivilkrieg zwischen aschkenasischen Juden und sfardischen Juden. Und die Stimmung war sehr, sehr schlecht vor 30 Jahren. Und heute haben wir schon 1 Million Kinder, also die Mehrheit von der Kinder in Israel, wissen schon heute nicht mehr, ob sie sfardisch oder aschkenasisch sind, weil die Ehen gemischt sind. Wo haben sich alle getroffen? Im Militär. Ja? Also das Militär in Israel ist nicht nur, wenn man kämpft gegen die Araber. Meine beste Zeit im Militär hat nichts zu tun mit Kämpfen. Es hat zu tun mit, was Sie vorher erwähnt haben, dass auch die Frauen ins Militär gehen und es war wunderbar. Das Leben in Israel ist nicht nur gut, aber schwer. Es ist gut. Die Zinsen in Israel sind nicht höher. Die Steuern in Israel sind nicht höher wie in anderen Plätzen. Nicht heute. Sie waren in den 60er und 20er, in den 70er Jahren. Nicht heute. Bitte? Mit den Autos, sind die Steuern. Also Israel ist nicht perfekt. Ja? Es gibt viele Sachen, die sind. Das Schwierigste in Israel ist der Prozentsatz der Juden. Wissen Sie, 2% Juden, 3% Juden ist noch ertragbar. Wir haben 80%. Chaim Weizmann, unser erster Präsident, hat gesagt, Juden sind wie Dünge.
Wenn es auf dem ganzen Feld ist, hilft das alles wachsen. Wenn es nur ein Haufen ist, stinkt es. Es ist schwierig, aber ich habe es gern. Weil wenn man unter Juden lebt, hat man ja in Ruhe. Alles, was man nur sagt in Israel, kommt ein anderer Israel und sagt, ah, das ist Blödsinn, du bist ein Idiot. Ja? Für jeden Israeli sind alle anderen Idioten. Wenn es gibt eine Sache, die man nach Israel nicht bringen kann, das ist Gemütlichkeit. Wir sind eine ungemütliche Gesellschaft. Wir sind auch die kreativste Gesellschaft der Welt. Zwei Sachen kann man uns eigentlich, nicht nur eine, zwei Sachen kann man uns nicht beibringen. Gemütlichkeit und Geduld. Ja? Bei mir auf dem Schreibtisch gibt es so ein großes Signal, das sagt, Gott gibt mir Geduld, aber jetzt. Das sind die Israelis. Und das ist auf einer Seite vielleicht schwierig, aber auf der anderen Seite, ich kann nicht ohne den. Ich bin jetzt 4 Tage außerhalb Israels, es fehlt mir. Menschen sind nett. Wie lange kann man sowas tun? Ja, das ist so. Die Israelis wollen dort leben und sie wollen sich beschweren. Und sie beschwert sich die ganze Zeit, und das steht in der Zeitung. Und dann missversteht man das. Aber es ist ein gutes Leben. Zwei Fragen zum Ende der Zeit eigentlich. Doch, doch mal zurück. Und dann gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, in der Ich will 3 Sachen sagen. Ich bin keine Journalistin, ich bin Künstlerin, ich bin Israeli, ich kann dir auch das sagen. Ich bedanke mich für diesen Humor. Dieser Humor hat uns gerettet und wird uns noch retten tausende Jahre. Das lässt unerträgliche Sachen überleben. Was angeht Europa, wollte ich sagen, wir haben da so interessante Sachen gehört, aber wir haben vergessen, dass vor ein paar Monaten hat die wunderbare Europa die Eierkuchen gefressen. Zerbombt Libyen. Ich dachte nie im Leben, dass ich werde beweinen Gaddafi. Aber er ist geworden alt, er ist geworden weise, er hat gehalten 2000 Stämme in Hand und jetzt kriegen wir dort Scharia. Und die alle, die fragen sich und reden von arabischem Frühling, sollen dieses kleine Beispiel, sogar wir haben jetzt vergessen, sich erinnern, dass immer kommt ein größerer kommt. Das ist Nummer 1. Nummer 2, als israelische Mama, die nicht geweint hat, dem Shalit und so weiter und so fort. Ich will fragen, warum ist das nicht möglich gewesen, früher mit 400 Banditen loswerden und warum ist das so lange gezogen geworden? Das ist so. Schauen Sie, die Frage über Libyen, das ist eine europäische Frage, was die Europäer in Libyen tun wollen, das werde ich nicht. Aber mit dem Shalit, ich bin gegen den Abkommen mit Shalit. Ich glaube, das ist unverantwortlich. Ich glaube, die israelische Regierung war unverantwortlich. Weil eigentlich, wir haben gerettet einen Mensch, weil wir seine Eltern kennen und sein Gesicht gesehen haben. Und das wird bringen Hunderte von toten Israelis mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ich war dagegen. Ich glaube nicht, das ist jetzt der Forum, diese Frage von Shalit zu diskutieren. Aber nur warum jetzt? Und ich glaube, wir sollten das auch nicht jetzt machen. Okay, danke. Ja, ich möchte sagen, dass ich es nicht so sehe, dass Angela Merkel weiß, was böse ist. Weil unter Angela Merkel hat die deutsche Regierung 2008 mit der syrischen Regierung, Unterzeichner war zu dem Zeitpunkt Wolfgang Schäuble als Innenminister, mit der syrischen Regierung ein Abschiebeabkommen unterschrieben, geschlossen, das übrigens bis dato noch nicht zurückgezogen wurde durch den aktuell verantwortlichen Innenminister Friedrich. Und ich frage Sie, ob Sie glauben, dass Angela Merkel nicht weiß, dass Ahmadinejad und Bashar al-Assad eine Freundschaft verbindet und dass in Damaskus die Hamas und Hisbollah Büros haben. Und
zu der Bundestagsabgeordneten, tut mir leid, falls Sie CDU-Bundestagsabgeordnete sind, möchte ich Sie als Demokratin auffordern, diesen menschenrechtsverachtenden Skandal des Abkommens und des Nicht-Abschiebestopps wirklich umzusetzen, also den Abschiebestopp zu machen. Schnell zu. Schauen Sie, ich glaube nicht, dass das ist hier der Platz, um innere deutsche Politik zu diskutieren. Ich will nur sagen, dass auch wenn diese oder andere Politik hier oder dort richtig oder falsch war, ich kann eine Sache sehr klar sagen. In ganz Europa gibt es heute nicht eine Regierung, die so freundlich ist wie diese Regierung für Israel. Und ich glaube, das ist nicht nur etwas, das stammt aus persönlichen Motiven oder etwas, sondern von dem Verständnis, dass man gegen den Radikalen kämpfen soll. Jetzt, so wie ich nicht erwarte, die israelische Politik perfekt zu sein, erwarte ich auch nicht, die Politik in anderen Ländern perfekt zu sein. Israel hat Fehler gemacht, vielleicht in diesem Fall, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, aber sagen wir, hat Deutschland einen Fehler gemacht? Ist möglich. Aber die Frage ist, verlieren wir nicht das große Bild? Das große Bild ist das Verständnis, dass die Guten sich bewähren sollen gegen den Schlechten und nicht erklären, warum die Schlechten eigentlich keinen anderen Ausweg hatten, weil sie eine schwere Kindheit hatten und wir sind schuld. Das ist die wichtige Frage und hier kenne ich keine andere Regierung, die so positiv gegenüber in Israel war, wie diese Regierung. Und ich hoffe, es wird noch besser werden und ich hoffe, alles wird perfekt sein. Aber das sind wieder, schauen Sie, das Beste ist der Feind vom Guten. Wenn man versucht, etwas perfekt zu machen, ich werde das anders beurteilen. Ich kenne nur eine Sorte von perfekten Menschen, das sind perfekte Idioten. Ich kenne nichts anderes, das perfekt ist. Und auch wenn Imperfektionen existieren, die Frage ist, was ist das große Bild? Ja, damit werden wir es jetzt besprechen.